Hallo und herzlich willkommen beim Herrn Gerold. Heute geht es um die Bestandskonten. Ja, Bestandskonten, was ist das? Schauen wir uns zunächst nochmal die Bilanz an. Die kennt ihr bereits. Also, wir haben die Aktiv- und die Passivseite. Die Aktivseite mit dem Anlagevermögen und dem Umlaufvermögen und die Passivseite mit dem Eigen- und Fremdkapital. Und ihr könnt euch vorstellen, in so einem Unternehmen passiert tagtäglich eine Menge. Also, Waren werden gekauft, Waren werden verkauft, Schulden werden aufgenommen, Schulden werden bezahlt. Also diese ganzen Vorgänge, die wollen wir irgendwie erfassen. Und diese Bilanz hier, die ist schön und gut, die ist eine super Übersicht, aber es reicht nicht, sondern wir müssen mehr ins Detail gehen. Deswegen haben wir diese einzelnen Positionen hier. Grundstücke, Anlagen, Rohstoffe, Schulden, Verbindlichkeit aus Lieferung, Leistung. Und diese aktiven und passiven Posten nennt man aktive Bestandskonten und passive Bestandskonten, ja, also die auf der Aktivseite, das sind die aktiven Bestandskonten und die auf der Passivseite, die passiven Bestandskonten. Soweit so gut. Machen wir mal ein Beispiel. Wir picken uns mal das Konto Handelswaren und das Konto Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung raus. Hier markiert in gelb Handelswaren, also ein aktives Konto, und Verbindlichkeiten in blau das passive Konto. So, und wir gehen genauso wie bei der Bilanz vor. Wir haben wieder zwei T-Konten. Also, wir haben die Bilanz vorher gehabt mit Aktiv- und Passivseite und jetzt haben wir die einzelnen Konten, Handelswaren, Verbindlichkeiten auch in T-Form. Aber jetzt sprechen wir nicht mehr von Aktiv- und Passivseite, sondern von Soll und Haben. Links Soll, rechts Haben. Merkt euch das unbedingt. Soll und Haben. Und wir schauen uns zunächst mal das Konto Handelswaren an. Und wir haben ja gesagt, wir reden hier von Bestandskonten. Also, das Konto Handelswaren hat einen sogenannten Anfangsbestand. Am Anfang des Geschäftsjahres liegt ein gewisser Bestand vor, ja? Wir haben Handelswaren und die haben einen gewissen Wert. Und am Anfang des Jahres haben wir einen Anfangsbestand. So, und was passiert im Laufe der Zeit? Ja klar, wir kaufen vielleicht Ware ein. Das heißt, unser Konto Handelswaren wird mehr, Mehrungen, Plus, ne? Das vermehrt sich. Und Mehrungen werden auch auf der Soll-Seite eingetragen. Also merkt euch, Anfangsbestand und Mehrung bei aktiven Bestandskonten, wie zum Beispiel Handelswaren, auf der Soll-Seite. Und dann haben wir noch die Haben-Seite. Ihr könnt euch vielleicht denken, wenn wir Waren verkaufen, Waren werden weniger, Minderung, ja, im Haben. Und am Ende haben wir dann einen sogenannten Schlussbestand. Also nochmal, auf der Soll-Seite bei aktiven Bestandskonten der Anfangsbestand, wie viel haben wir am Anfang des Jahres, des Geschäftsjahres und die Mehrungen. Und auf der Haben-Seite die Minderungen. Und der Schlussbestand, wie viel haben wir am Ende des Geschäftsjahres im Konto Handelswaren? Bei den Kontoverbindlichkeiten, also bei den passiven Bestandskonten, ist es genau umgekehrt. Hier ist der Anfangsbestand auf der Habenseite. Die Mehrungen finden auch auf der Habenseite statt. Und auf der Sollseite haben wir die Minderung und sowie am Ende den Schlussbestand. Okay. Machen wir das mal an einem Beispiel, dann wird es vielleicht konkreter. So, schauen wir uns jetzt mal das Beispiel hier an. Also, wir haben das Konto Handelswaren, ein aktives Bestandskonto. Und wir haben einen Anfangsbestand, also am Anfang des Geschäftsjahres beträgt unser Anfangsbestand im Konto Handelswaren 5.000 Euro. Hier abgekürzt Anfangsbestand mit AB. So, dann verkaufen wir Waren in Höhe von 1.000 Euro und wir kaufen Waren in Höhe von 3.000 Euro. Also, hier erstmal, wir verkaufen Waren in Höhe von 1.000 Euro. Minus auf der Habenseite, Minderung 1.000 Euro und wir haben Waren dazugekauft in Höhe von 3.000 Euro. Auf der Sollseite Mehrungen 3.000. Was ist jetzt unser Schlussbestand? Ganz einfach, ne? Zusammenrechnen, auf der Sollseite 5.000 plus 3.000 sind 8.000. Minus die 1.000 auf der Haben haben wir einen Schlussbestand von 7.000 Euro. Ne? Insgesamt, genau wie bei Aktiv- und Passivseite, müssen Soll und Haben immer gleich hoch sein. Also in diesem Fall auf beiden Seiten 8.000 Euro. Ja, machen wir mal weiter mit dem Konto Verbindlichkeiten. Ja, das ist ein passives Bestandskonto und hier ist der Anfangsbestand auf der Habenseite. Also wir haben am Anfang des Geschäftsjahres Verbindlichkeiten, also kurzfristige Schulden in Höhe von 10.000 Euro. Was passiert? Wir haben neue Schulden dazu bekommen, 4.000, und wir haben aber gleichzeitig auch Schulden abbezahlt, sind weniger geworden in Höhe von 7.000. Was ist der Schlussbestand? Ja, auf der Habenseite haben wir die 10.000 plus die 4.000 sind 14.000 minus die 7.000, dann haben wir einen Schlussbestand von 7.000 aus beiden Seiten dann wieder 14.000 Euro. Gut, wir machen mal weiter, wir machen noch ein Beispiel, da wird es vielleicht noch eindeutiger.
Also, wir haben hier Rohstoffe. Wir kaufen Rohstoffe in bar ein. Ihr müsst euch immer fragen, welche Konten sind betroffen? Ist das die Aktiv- oder die Passivseite? Ist es eine Mehrung oder eine Minderung? Ist das dann Soll oder Haben? Also in dem Beispiel hier kaufen Rohstoffe ein. Welches Konto ist betroffen? Ja klar, Rohstoffe. Das ist ein Aktivkonto. Es ist eine Mehrung. Wir kaufen ja Rohstoffe ein. Und es findet im Soll statt, weil Mehrungen werden bei Aktivkonten auf der Soll-Seite gebucht. Okay, welches Konto ist noch betroffen? Klar, das Konto Kasse. Wir kaufen ja in bar ein. Das ist auch ein Aktivkonto. Es ist eine Minderung. Ja, wir kaufen ja Rohstoffe ein. Wir bezahlen etwas. Unsere Kasse wird weniger. Und Minderungen sind bei Aktivkonten auf der Habenseite. Übrigens, schaut euch unbedingt noch das Video zu den Bilanzveränderungen an. Dann wisst ihr jetzt auch, was das hier für eine Bilanzveränderung ist. Ja, eindeutig ein Aktivtausch. Wir haben ja zwei Aktivkonten und es findet eine Mehrung und eine Minderung statt, plus, minus. Und deshalb wird einfach nur ja, die Position vertauscht, beziehungsweise der Betrag vertauscht, ein Aktivtausch. Wir kaufen Rohstoffe ein und derselbe Betrag wird, unsere Kasse wird dann um denselben Betrag gemindert. Ein Aktivtausch, plus, minus. Linke Tasche, rechte Tasche. Machen wir noch ein zweites Beispiel. So, hier noch ein weiteres Beispiel. Einkauf von Computern auf Ziel. Welche Konten sind betroffen? Ja klar, zum einen haben wir das Konto Betriebs- und Geschäftsausstattung. Das ist ein Aktivkonto. Es findet eine Mehrung statt. Ja, wir kaufen ja Computer. Die Computer wird mehr, also BGA wird mehr. Und Mehrungen sind bei Aktivkonten im Soll. So, was haben wir noch für ein Konto? Verbindlichkeiten. Das ist diesmal ein Passivkonto, aber es wird auch mehr, denn wir kaufen ja auf Ziel. Das heißt, unsere Schulden werden mehr, findet auch eine Mehrung statt. Und Mehrungen sind bei Aktivkonten im Haben. Ganz wichtig an der Stelle, auch wichtig im Hinblick auf die Buchungssätze, wo wir im nächsten Video zu kommen, Soll und Haben. Also niemals Soll, Soll oder Haben, Haben, sondern immer Soll und Haben. Es kann nie sein, dass einem Geschäftsfall irgendwie zweimal Soll oder zweimal Haben da vorkommt, sondern immer Soll und Haben. Aber dazu kommen wir noch im nächsten Video zu den Buchungssätzen. So, was liegt denn hier für eine Bilanzveränderung vor? Also wir haben aktiv und passiv, beides eine Mehrung. Jawohl, aktiv, passiv, Mehrung. Gut, schauen wir uns nochmal hier die Übersicht an. Das solltet ihr euch unbedingt merken, das ist das Wichtigste überhaupt. Jetzt am Anfang gerade, weil im Rechnungswesen, bei Buchungssätzen, da baut alles aufeinander auf. Und wenn ihr das drauf habt, dann habt ihr eigentlich die Grundlage. Also aktive Bestandskonten haben wir den Anfangsbestand und die Mehrungen im Soll und Minderungen und den Schlussbestand im Haben. Und bei Passivkonten ist es genau umgekehrt. Da haben wir den Anfangsbestand und die Mehrungen im Haben und Minderungen und Schlussbestand im Soll. Das solltet ihr euch erstmal merken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal zu den Buchungssätzen. Machtet gut, euer Herr Gerold.